Odysseus, einer der Helden von Atlantis, entsandt, um in meiner Armee zu kämpfen. Akanthos, ihr kennt sicher den berühmten Odysseus. Ich hörte von ihm. Euer Ruf eilt euch voraus. So wie der eurige. Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Akanthos beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax' Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Es gibt in der Nähe hier kein Gold. Was geht, meine lieben Leute? Wir sind wieder bei einer neuen Mission dabei. Midas Gaming, geht's euch gut? Wir sind vor den Toren von Troja. Wir werden uns ein wenig die Wirtschaft angucken. Platzieren wir gleich einen Fortspeicher hin, einen Kornspeicher. Und erkunden ein wenig. Und sehen uns mal an, ob wir irgendwo die trojanischen Goldminen auffinden können. Da haben wir gleich eine gefunden und da werden wir gleich mal komplett drüber fahren. So, Akanthos rammt mal gleich den Speer richtig gut in den Bogenschützen rein. So ist gut, ja, richtig schön abfackeln. Ja, richtig mal abgerippt. Bilden seine Armee aus und zerstören sie Trojas Westtor. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Passt. Wohin wollte der Speer bitte? Also, KI on point, einmal richtig durch die Menge durch, komplett niedergemetzelt. Zweite Goldmine, richtig nice, gleich mal abkassiert. Also die haben sie, ich würde mal sagen, optimistisch hinplatziert, direkt mal vor unser Dorf hin. Und da greift uns, noch ein Dorfzentrum an, das holen wir uns gleich, damit wir hier einen Vorteil haben. Genau. So, die Ziegen sind weg. Dann fangen wir mal an, uns die Felder hinzubauen und ein Lager aufzubauen. Genau. Wir haben 4 Dorfbewohner, was so viel heißt wie 4 Felder. Ja, ich bin eh noch gut in Mathematik, das passt. Ah, wir haben noch eine Mine. Super. Also wir haben jetzt 3 Minen zur Auswahl. Das ist ziemlich nice. Ziemlich nice. So. Wir haben noch einige Ziegen zur Verfügung, die wir gleich ins Dorfzentrum bzw. zum Dorfzentrum zurückschicken. Der Esel dachte sich, komm, ich greif mal an. Hup, weg. Bilden seine Armee aus und zerstören sie Trojas Westtor. So. Der zweite Esel wollte dem ersten zur Hilfe eilen. Also ich habe keine Ahnung, was die Esel da wollten. Ich meine, klar, zum Dorfzentrum hin, KI, aber das war so Geronimo! So, ich lass mal ein paar Soldaten bei der neuen Goldmine da. Es könnte ja sein, dass sie angreifen könnten. Die Ziege denkt sich, ja, komm, greifen wir mal an, ne?
So, die andere kleine Armee dann zur anderen Goldmine auf. Das sieht doch ganz gut aus. Wir bilden ein paar Fischkutter aus. 4 an der Zahl. Und dann sollte der guten alten Nahrungsproduktion nichts mehr im Wege stehen. Es sind ja krass viele Späher unterwegs, Mann. So, einige Dorfbewohner. Die ersten Fischkutter sind schon erzeugt worden, gebaut worden. So. Wir platzieren unsere Verteidigung so, beziehungsweise zerstören die Mauern zuerst. Und dann platzieren wir sie so, dass die Trojaner nichts anstellen können. So. Der Speer hat sich gedacht, ich verziehe mich in den Wald, ja. Nicht mit mir, du musst schön weiter erforschen. Ah, die Triremen denken sich auch, ja, wir parken einfach mal vor den Hafen und genießen die Zeit. Sobald sind die Mauern weg, dann können wir schon den ersten Wachturm hinbauen. Holz. Ich brauche mehr Holz. So wie in Age of Empires. Holz, bitte. Ich weiß gar nicht, was das für eine Zahl war, die man eintippen hat können. Holz, bitte. Ich weiß nur, dass ja, die Zahl 1 war. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die guten alten Age of Empires Zeiten. Es kann sein, dass ich nach dieser Age of Mythology Kampagne eventuell Age of Empires anspielen werde. Lasst einen Kommentar da, wenn euch das gefallen, wenn es das gefällt und ihr lieber Age of Empires hättest oder eventuell die Titans-Kampagne von Age of Mythology. So, den Wachturm werden wir mal upgraden. Der nächste Speer, der sich denkt, RIP. So, Tempel bauen wir hin. Okay, was war das? Also ich glaube, da habe ich eine Medusa gesehen, wenn es mich nicht täuscht. Und weil es so gut passt, Blitz in die Fresse. Ah, finde ich cool. Ich wusste gar nicht, dass in dieser Mission ein Relikt da liegt. Ganz cool, ganz cool. So, gleich mal ein paar Minotaurus ausgebildet. Sind dann dafür da, dass die Trojaner gut in den Hintern treten. Ja, da ist der erste. Erstes Relikt direkt mal in Anspruch genommen. Die Triremen denken sich, okay, wir parken einfach mal vor den feindlichen Hafen
Ist ja nichts, kann ja nichts passieren. Alles klar. Die greifen aber brav an, die Trojaner, ne? Aber unser Akanthos, wenn der mal in die Menge ruft, dann bleibt kein Stein auf den anderen. Dann ist Showtime. Von 80, wir müssen mehr Häuser bauen. Wir nehmen Apollon? Ja, ich denke schon. Apollon wird's werden. Der gute alte mit der Windel. Den nächsten Wachposten gefunden. Gleich mal umholzen. Odysseus lässt einen Pfeil auf den Wachposten regnen. Das bringt natürlich sehr viel, wenn man mit Pfeilen auf Holzgebäude schießt. Ja. Age of Mythology Logik. Vorsicht Apollons sind sie zum heroischen Zeitalter vorangeschritten. Let's go! Finde ich ein paar Trojaner? Mal gucken. Yes, da ist ein Kandidat, den wir natürlich herzlichst begrüßen und umarmen werden. Und anschließend begraben. Okay, damit wären wir vor den Toren Trojas. Seht euch mal dieses beeindruckende Tor an. Ja. So, die Goldmine können wir natürlich wieder, beziehungsweise das Lagerhaus können wir zerstören, brauchen wir nicht mehr. Felder erforschen. Haben wir noch drei Dorfbewohner, die Däumchen drehen. Die werden jetzt ihre Hunden um das Feld drehen. Insert Joke hier. Also ich muss schon sagen, die greifen ziemlich selten an in dieser Mission. Da waren die Angriffe deutlich nerviger in der letzten Mission. Als wir die zwei trojanischen Häfen zerstören mussten. Oh, zwei Helden. Herakles und Jason. Herakles direkt mal mit seinem Knüppel. Seht euch an, seht ihn euch an. Was für ein Prachtkerl. Er wartet nur drauf, trojanische Schädel einzuschlagen. So. Und weil es gar passt, holen wir uns natürlich einen Manticore. Platzieren wir hinten, da unser Immobiliengeschäft jetzt natürlich boomt, AK-Häuser gebaut wurden.
Prost, dein Mann. Volo, Volo. Esto. Metemos, Volo. Da haben wir unseren Manticore. Was ist überhaupt ein Manticore? Leute, was ist ein Manticore? Ist es ein Löwe oder was? Ein roter Löwe. Roter fliegender Löwe mit Stacheln am Schwanz. Wer um Himmels Willen hat sich denn so eine Kreatur ausgedacht? Wer um Himmels Willen in der Antike hat so viel Wein getrunken, dass er sich gedacht hat, okay, es hat einen Manticore gegeben. Also Minotaurus verstehe ich doch. Ein Stier in menschlicher Form. Aber ein Manticore. Hey, was ist ein Manticore? So. Unsere guten Esel sind ready für die Reise, hätte ich gesagt. Und die Burg bauen wir auch direkt mal her und fangen dann langsam an, unsere Truppen auszubilden. Denn Troja wird bald hart. Ja, richtig hart hergenommen. Noch ein Relikt. Leute, ich wusste gar nicht, dass es in dieser Mission zwei Relikte gibt. Wir sind steinreich, wisst ihr das? Also für alle von euch, die nicht wussten, was Relikte machen. Ihr müsst einfach mal mit der Maus über das Relikt fahren und dann seht ihr, was für einen Bonus das Relikt gibt. Ja, sind meistens nette Boni dabei. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ich denke, dass man automatisch kein Gold generiert mit Relikten. Das war damals in Age of Empires der Fall. Aber in Age of Mythology wirkt dann nur der Effekt. Aber lasst mal einen Kommentar da, ob ich hier falsch liege. Sie haben den Panzer des Achilles geborgen. Hierdurch werden Infanteriesoldaten widerstandsfähiger gegen Angriffe. Höhe, richtig nice. Können Sie Troja direkt härter in die Fresse treten. Es ist jedes Mal nervig, wenn dann Pegasus vorbeifliegt. Dann müssen sie immer nachlaufen. Wie sein Hund dem Vogel nach. Ah, gut, da sind die ersten Bogenschützen. Feindkontakt. So, komm hier jetzt. Wo sind die Einheiten? Die machen wir jetzt platt. Richtig platt dem Erdboden gleich. Minotaurus gleich mal mit den Hörnern richtig anpacken. So, der Gute macht noch eine Bogenschützenanlage. Dann geht's los, dann machen wir Einheiten. Und ja. What? Okay. Komm, du wirst jetzt richtig hart hergenommen mit Schlachtschiffen. Du denkst, du kannst hier die Fischerboote ein wenig verarschen, aber nicht mit mir. Während sich die zwei Triremen wieder denken, ja Junge, lass mal an Land gehen und ein Bier trinken. Könnt ihr euch bitte richtig positionieren das nächste Mal. So ist es. Besser ist es. So wie der gute Alte im Video auf der Reeperbahn. Hast du ein Problem? Ohrfeige. Noch ein Problem. Alles klar, wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. Bald werden die Tore Trojas dem Erdboden gleichgemacht.
Oya hat den göttlichen Zauber Bronze beschworen. Ich würde mal sagen Worth, oder? Also die KI auf Mittel ist schon ziemlich dumm. Drei Bogenschützen werden wir natürlich mal maxen und holen uns ein paar davon. Und wenn wir schon dabei sind, holen wir uns den Wachturm. Nein, nicht unseren Esel. Der Gute hat doch so Gutes geleistet. Nicht den Esel. Alter. Nein. Nein. Wenn der jetzt drauf geht. Nein. Der Esel. Schmerzhafter Verlust für Akanthos und seine Gefährten. Der Esel ist von uns gegangen. Oh, da holen wir uns direkt mal den guten Koloss mit. Hephaistos. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme fast immer Hephaistos, wenn ich ins letzte Zeitalter komme. Obwohl der Zauber bzw. das Wunder von der Göttin Hera, also der Blitzsturm, gar nicht so schlecht ist, aber die Schatzkammer ist da weit wertvoller für die Wirtschaft, weil du da einfach unbegrenzten Ressourcenzufluss hast. Die Trireme denkt sich, okay, ich nehme es mit zwei Schlachtschiffen auf, die sie übelst auskontert. Ja. Richtig mal hart durchgenommen. What the fuck? Wie viele Fischerboote kommen denn noch aus diesem Hafen raus? Junge. Die ersten Toxoten sind bereit. Petrobolos ist auch im Ansturm. Oder besser gesagt im Anflug. Ha! Schatzkammer direkt mal vor das Dorfzentrum platziert. Und bald können wir dann angreifen. Schmiede der Götter reduziert die Kosten. Boah, das ist ziemlich OP. Also wenn man das erforscht und anschließend in der Waffenkammer die letzten Upgrades für Waffen bzw. für die Soldaten erforscht. Ihr werdet sehen, das ist sehr, sehr viel günstiger, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte. Also das ist schon krass, wenn man Hephaistos auswählt. So, 184 Nahrung, richtig blöd. Aber wir platzieren jetzt unseren Unterweltzugang hin, damit wir schneller nach oben vor die Tore kommen. Das war unter anderem der einzige Grund, warum ich im dritten Zeitalter diesen ausgewählt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wer im dritten Zeitalter bin ich da aus. Den Apollon, richtig, Apollon war es. Der gute Alte mit der Windel. So, die Katapulte denken sich, let's do this shit. Elite-Infanterie 90 und 20.
Schaut euch das an. 113, gar nichts im Vergleich zu den normalen Kosten. Es kostet normal 500. Krass. Krass. Einfach nur krass. Natürlich gibt es so Intelligenzbestien, die zuerst die Sachen in der Schatzkammer erforschen würden und anschließend die Erforschung von Hefer ist, dass die Upgrades weniger kosten. Für all diese Leute, es tut mir leid. Nicht jeder. Beziehungsweise das Leben hat es nicht gut mit euch gemeint. So, die Troaner denken sich, ja, starten wir Akanthos mal einen Besuch ab. Ich sag dazu nur, in die Fresse. Der erste Koloss. Der Silberkoloss. Wir warten noch auf das Upgrade auf Goldkoloss. Und holen uns eventuell noch einen Koloss und dann geht's in Richtung Troja mit unseren Myrmidonen, Bogenschützen, unserem Kätzchen im Manticore. Ja. Dann geht's los. Was ist hier los? Ach, wieder ein Pegasus. Wir holen uns. Warten auf die Upgrades und ja, holen uns noch einen Goldkoloss. Direkt mal spendiert. Und ja, dann hätte ich gesagt, langsam geht's los. Ab durch die Hecke. So, und das mächtige Tor Trojas direkt mal hart penetrieren. Das war natürlich ein Scherz für alle von euch. Das war nicht das Tor Trojas. Das ist es. Auch nicht. So, den Markt werden wir gleich mal plündern. Troja, den göttlichen Zauber, Waffenstillstand beschworen. My man. Okay. Das nennt sich wie Lämmer auf der Schlachtbank auf den Tod warten, hätte ich gesagt. Gut, 35 Sekunden noch, bis Troja richtig hart reingenommen wird. Und wir genießen die Aussicht, den Meeresblick, bilden das Upgrade für die Fischkutter aus, denken uns, wie schön das Leben ist und wie hart es jetzt Troja haben wird, um unsere Armee abzuwehren. Der Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1. In your face. Ab geht's. Wir wollen unsere Marktmacht zerstören. Wenn wir unseren Handel verlieren, kommt uns das teuer zu stehen. Und ja, komm. Mr. Klatsch, nochmal direkt die Mauer abgegradet. Wir sind zu den inneren Wellen vorgedrungen. Aber unsere beiden Goldkolosse denken sich. Nee, für uns nicht. So, der gute Bellerophon, das ist der sicke Dude auf dem Pegasus mit dem Speer. Der kann nämlich nach vorne hüpfen. Das kann er sogar über Mauern machen. Ziemlich OP. Aber wie ihr seht, mit den Elite-Soldaten und den Max-Upgrades überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also da reicht eine einzige Armee aus und ein einziger Angriff, um
um durch die Verteidigungsanlagen zu kommen. Katapult denkt sich, ja, kitzeln wir die Goldkolosse. Direkt mal das Wunder eingesetzt, Heilung. Oder Wiederherstellung, keine Ahnung wie das heißt. So, holen uns noch das Katapult. Und den Tempel. Okay, und jetzt geht's ab. Das ist das Tor zu Troja. Jetzt natürlich tatsächlich. Ab durch die Mitte. Haltet durch, Troja wird niemals fallen, sagte er vor 2 Sekunden und wir haben gewonnen. So, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und hinterlasst einen Kommentar. Macht es gut!